So, da bin ich schon wieder. Diesmal geht es zu zwei Termen. Zu welchen seht ihr, könnt ihr am Titel lesen. Ich habe es nämlich gerade vergessen. Und und am Schluss sage ich noch etwas zu der Situation, in der wir uns hier gerade befinden, mit den hohen Dieselpreisen und auch gewisse Einkaufsmöglichkeiten. Okay, dann viel Spaß beim Gucken. So, die Fahrt geht weiter zu einer Therme diesmal. So, das war Langerol, das Städtchen da. Das hier, Langerol. Genau für das ist die Kamera gut. Sehe ich da. Ich bin unterwegs zu einer Schlucht runter, habe allerdings alles zuerst abgelaufen. Ich musste noch ein paar Äste wegschneiden unterwegs. Und jetzt so, ich habe mein Plätzchen gefunden, schon übernachtet in einer wunderbaren Gegend, Schlucht, Wasserfälle und Warmwasserquellen, die wir jetzt dann besuchen gehen. Aber gestern hatte ich noch Besuch. Und zwar direkt da drüben waren zwei junge Steinböcke, die sind da rüber rumgelaufen. Angie hat gebellt, die haben sich aber nicht beeindrucken lassen. Deswegen habe ich sie überhaupt gesehen. Interessant. Ja, da ist noch ein kleines Dorf und da unten sind die Wasserfälle. Und da laufen wir jetzt hin. So, die Schlucht, einfach schön. Da wieder das Dorf und jetzt geht's da weiter runter. So, da unten ist schon eine grüne Pfütze. Naturbad. Ja, jetzt geht's da rüber. Oh je. Ich hoffe es hält, sonst bin ich drin. Ja. Ach, Wasser ist einfach ein Element, das einfach schön ist. Das hier ist aber kalt. Oh, da kommt Luft raus, vielleicht Gas. Kann man anzünden. So, jetzt gehen wir zur nächsten Quelle. Die war ja lauwarm, halb kalt. Kommt aus dem Felsen übrigens, nicht vom Flüsschen da, vom Bach. Und jetzt gibt es da noch weitere. Die suchen wir jetzt.
So, immer dem Rauschen nach und dem Pfad natürlich. Aber ui, da geht's aber ganz schön runter durch. Kleiner Wasserfall! Schön! So, das ist ein richtiger Dschungel. Hier wilde Oliven sogar. Und wir kämpfen uns da irgendwie durch. Auf der Suche nach der nächsten Quelle. Aha, hier ist wieder ein Hauptweg. So, hier wird wieder ein bisschen geklettert. So, das war der falsche Weg. Der führte nur zum Bach. Oh, schön. Also, die Suche geht weiter. Abenteuer, Banyos. Es hat geregnet die Nacht übrigens. Ich habe mir Regen gewünscht. Richtig guter Regen. Der Boden ist ja wieder feucht geworden. In ein paar Tagen blüht hier alles. So, nächster Dschungel. Ja, hier wächst die Natur richtig. Palmen. Und ja, richtig fast ein Dschungel. So, da unten durch. Oh. Schön. So, das ist 2 Meter oberhalb. Da seht ihr mal, welche Kraft so ein Wasser haben kann, dieses Blei. Wie um den Baum gewickelt. So, Felssturz. Wow, Fels ist im Weg. Mensch findet den Weg. Wir gehen aber da durch. Ah. So. Also Dschungelsafari da. Ja, muss man sich bücken. Das hört ja nicht auf. Ah, nicht schon wieder, hey, die Hunde haben es so einfach. Ja, da muss man echt im Hundeschritt unten durch. Hey. Fast auf allen Vieren. Oh. Oh Gott, das auch noch. Hey. Sieht zwar toll aus, aber ja. Alles zusammengebrochen. Ja, also es gibt einen weit besseren Weg als diesen. Ja, nun, haben wir das auch gesehen. Und zwar diesen hier. Das ist eigentlich der offizielle Weg. Bis hier kann man sogar fahren mit dem Jeep. Uff. Schöne Felswand. So, jetzt gehen wir endlich zum Therme, zum Bad. So, da sind sie ja. Zwei Thermen. Oh, die ist natürlich kalt. Also, jetzt gucken wir, wie warm das Wasser ist. Naja, nicht allzu warm. Die nächste Quelle. Aha, da ist es. Schon ein bisschen am Dampfen, aber ja, warm ist es eigentlich auch nicht. So, jetzt haben wir es gesehen, die sind nicht wirklich warm. Jetzt suchen wir den Wasserfall und das heißt für uns wieder durch den Dschungel. Ich glaube 200 Meter habe ich gelesen. So, jetzt müssen wir darüber, über diesen Baumstamm. Super!
Die Engi wartet durchs Wasser. Und die Eile macht es jetzt nach. Ich glaube einfacher. So, das ist ein bisschen... Ah, da hinten ist er ja schon. Schon gefunden. Noch ein bisschen klettern. Noch... Oh, jetzt ist natürlich alles rutschig. Aber geht, geht. So, die Wölfe sind schon drüber und jetzt muss ich da drüber mit diesen glitschigen, nassen, voll Erde Füßen. Aber es lohnt sich. So, ich hab's geschafft und schaut euch das an. Ah, hey. Oh, das ist ein Traum. Hey. Wie in einem Moviefilm. Irgendwo auf einer Insel. So, ich bin jetzt vor dem Wasserfall und hier ist es jetzt halt laut, da habe ich jetzt nichts dafür. Wow, wunderschön. So, jetzt habe ich noch den Weitwinkel drin. Das Ganze nochmal. Also wenn baden, dann würde ich hier baden eigentlich. Geil! Oh, die Engi hat mir meine Unterlage weggerissen. Hat sie weggezogen. Ja, nu. Die sind da alles am Abbauen. Weiß jemand, wieso die immer wieder so altes Holz essen? Hat es da besonders gute Mineralien drin oder für was ist das gut? Beide knabbern da immer dran und machen meinen Fluchtweg kaputt. Hallo? Das Ganze von einer anderen Perspektive. So, jetzt geht's wieder zurück und auf einem anderen Weg. Ich hoffe, der führt ans Ziel.
So, jetzt sind wir oberhalb, mal von einer anderen Perspektive. Falschen Weg genommen. Aber ja, da geht es 70 Meter runter, steil runter. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Wow, sogar Ayla kann das. So, jetzt mache ich das auch. Sollt ihr gleich gucken. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So, geschafft. Aqua buena, sagt er. Komm, die kommen hier super Quellwasser holen. Oje, ich muss sie hochschleppen. Agua para los riñones, buena para los riñones, buena para la salud, para la sangre, para las heridas de la piel, las heridas, las puntas, las curas. So, diese Nacht hat es ja geregnet und da oben hat es Schnee gegeben. Interessant. So, ich bin ja jetzt im Zurückfahren. Jetzt geht es nach Granada hinein. Ich bin zwar nicht so gern in Großstädten, aber wir wollen da die Alhambra anschauen. Und da parke ich aber ziemlich weit außerhalb. So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich alles freigeschnitten habe, damit ich da überhaupt durchkomme. Eine S-Kurve, umbitten die Häuser. Es war jetzt eine ziemlich enge Sache, überall mit Autos rumstehen. Aber es geht gut, muss ich aufpassen. Voilà. Ausschlag. Also wie kann man nur parken da im Naturschutzgebiet und sein Auto so hinstellen? He? Das geht doch gar nicht. He? Ja, war ein Witz. He? Und jetzt sind wir in Granada. Die Bilder sind von Granada. Wir sind dummerweise am dümmsten Moment da gewesen. Wir konnten nicht mal in die Alhambra rein, weil alles ausgebucht. Es war so ein Wochenende. Festwochenende und 3 Tage alles ausgebucht und so lange wollten wir nicht da bleiben. Dann haben wir einfach die Stadt erkundigt und mit dem Rad und das war auch ganz richtig toll. Das hier gerade das Araberviertel lohnt sich also zu sehen. So, ich bin jetzt in Alhama de Granada. Vor der Schlucht, die Stadt ist auf einem Berg und da ist die Schlucht mit all ihren zerfallenen Häusern. Das gucken wir uns jetzt an, ohne dass ich gerade runterfalle, weil da geht es ziemlich steil runter. Die Ayla ist auch mutig. Ah, Wahnsinn. Geile Schlucht. Verlassene Häuser. Die dürfen da wohl nicht mehr bauen. Da gibt es einen Weg und dann kann man da unten durch. Mit dem Bike und guckt euch die Häuser an. Wie die Aussicht.
Gewaltig, die Natur. Steinschlag. Hier ist eine Treppe, die hoch oder runter führt. Wunderschön. So, jetzt gehen wir schnell da runter. Gewaltig. So eine Art Sandstein. Gewaltig. Sieht aus wie ein Wanderweg in den Bergen, aber es ist eine Schlucht. So etwas oberhalb. Und hier ist eigentlich eine Nebenschlucht. Ach, da drüben gibt es einen Weg nach oben. Auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade waren. So, jetzt kommen wir über die Anhöhe und gewaltig, he? Geht's da steil runter. Dann hier da oben Treppe in den Stein gehauen. Wow. So, der Fluss war jetzt ein Weilchen, oder der Bach, in einer Talebene und jetzt da vorne geht's zur nächsten Schlucht. So, 100 Meter weiter. Die ist allerdings nicht so groß wie die letzte. Aber trotzdem imposant. Und da hinten steht mein Camper. Auf einem kleinen Hügel. Und da unten sind Thermen, da war ich gestern baden. So, raus aus der Schlucht mit dem Bagno diesmal. Und dann fahren wir zu einem Stausee, wo ich einen Freund besuche. Da sieht man, wie die Wolken rechts vorbeiziehen, fast wie in den Bergen. So, Serpentine runter wieder mal. Und ich bin jetzt gerade durch dicken, fetten Nebel gefahren. Das ist unglaublich, wie in den Bergen. Das geht ja Richtung Küste. Wir sind auf einer Fahrradtour jetzt unten am Stausee. Da ist der Zufluss. Er ist ziemlich ausgetrocknet, sonst wäre hier alles voll Wasser. Aber hier ist die Zuleitung, eine der Flüsse. Ja, wie überall ist der Diesel hochgegangen. Das wird echt langsam zum Problem. Ich konnte jetzt zwar noch tanken, traumhafte 1,60 habe ich noch 400 Liter gefüllt, 7 Belege gab es dafür, das ging 20 Minuten das Ganze, jetzt ist schon mal voll, jetzt habe ich mal ein Weilchen Ruhe, aber so langsam wird das Umherfahren echt teuer und ja, muss man sich leisten können. Ja, das andere hier ist jetzt LKW-Streik, zumindest haben sie es angekündigt ab letzten Montag und ein Lidl hat bereits schon teilweise leere Regale und die zeige ich euch jetzt am Schluss dieser Ansage. Und ja, das ist ein bisschen Zukunft, habe ich das Gefühl. Das wird sicher noch da und dort mehr und mehr zunehmen, dank dieser super glorreichen Politik. Es ist nicht nur immer der Krieg schuld, sondern die Grundlagen wurden schon vorher für das gelegt. Ja, gut. Also, schön wart ihr dabei und bis bald, wieder einmal in ein paar Tagen. Daumen hoch. Tschüss.